Und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Spellforce. Und ja, ich will jetzt eine Armee ausheben, um diese finsteren Gesellen, also gegen die ich alleine doch keine Chance habe, die sind Stufe 20. Ich habe es in der letzten Folge probiert und bin krachend gescheitert. Hier, Elite und Eldestar erhalten stärkere Waffen und eine hohe Resistenz gegen schwarze Magie. Ich glaube, das ist in dem Fall sehr gut, weil die machen schwarze Magie. Die Frage ist, reicht das Mondsilber dann insgesamt dafür, auch um diese Einheiten herzustellen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hier war nur Stein. Ob es hier auch nochmal irgendwo Mondsilber gab, hier unten. Das heißt, ich mache mich jetzt mal auf den Weg und werde hier nochmal eine zweite Mondsilbermine platzieren. So, weil wir haben ja hier schon Einheit wurde aufgewertet. 400 Mondsilber jetzt quasi rausgehauen. Fertig sind wir aber immer noch nicht, denn wir brauchen ein Sanktuarium und die große Waffenkammer brauchen wir auch noch. Weil ich denke, diese Elite-Einheiten, genau, Elite und Älteste, das sind unsere stärksten Einheiten. Mit der hohen Resistenz gegen schwarze Magie ist in dem Fall nicht verkehrt, denke ich. Das sollten wir auf jeden Fall so handeln. Dazu brauchen wir jetzt aber halt auch Stein. Mal gucken, wie weit ist der Steinvorrat. Oh. Dann ist gut, dass ich den Steinmetz da doch gebaut habe. Sonst hätten wir da jetzt ein Problem. Ich meine, hier unten ist zwar auch nochmal Stein, aber okay, also Metrosaurus haben wir. Wir brauchen das Sanktuarium und die große Waffenkammer. Wir sagen, die große Waffenkammer machen wir als erstes. Damit wir schon mal mit Elites und so weiter hantieren können. So, jawohl. Die bauen das Mondsilber hier ab. Sehr schön. Da ist jetzt die große Waffenkammer, wobei sie gar nicht so groß aussieht. Na, wie gesagt, theoretisch könnte man hier nochmal hinschicken. Hier gibt es ja genügend Stein. Da würde es aber Sinn machen, wenn ich das Monument hier in Besitz nehme, damit die den Stein dann hier rüber tragen können. Oder wir warten halt einfach dementsprechend, bis die Ressource hier mehr oder weniger nachgewachsen ist. Naja, erstmal die Waffenkammer hochziehen. Und dann geht es ja nur noch ums Sanktuarium. Und bis dahin dürfte das mit dem Stein sich dann auch erledigt haben. Hoffe ich. So, wir können auf jeden Fall das Cap wieder erhöhen. Beziehungsweise dann sollen die halt ein bisschen laufen. Also ich, naja, komm.
Nee, ich renne da jetzt nicht runter und aktiviere das Monument. Also das muss jetzt so gehen. So, ich brauche... Was steht an? Ich höre. Ich brauche für das Sanktuarium 350 Steine. Ja, gut, ich habe schon wieder 140, also... Das kriegen wir schon hin. Waffenkammer ist auch gleich fertig. Das heißt, dann kann schon mal mit der Produktion. Gebäude ist fertig. So, hier ist der Wurfhammer. Verteidiger kann Kriegskammer auf Feinde werfen. Das heißt, das wäre dann mehr so Fernkampfeinheiten. Wurde aufgewertet. So. Ja, für den Ältesten brauchen wir ein Sanktuarium. Das macht aber nichts. Das bauen wir so oder so. Das heißt, wir stellen jetzt erstmal Elite her, wo wir jetzt nicht genügend mehr Mondsilber haben. Aber es ist nicht schlimm. Wir haben ja zwei Mondsilberminen. Und das sollte von der Menge halt her auch ausreichen. Dass wir da ordentlich Einheiten produzieren können. So, die sollten jetzt da auch direkt zu dem Spawnpunkt laufen. Genau, so sieht's aus. Ich glaube, die hatten wir auch noch nie ausgerüstet, ne? Weil die jetzt hier ein Schild tragen, die Elite. Ich glaube, das hatten wir vorher nicht. In den anderen Episoden. Ich glaube, das hatte ich nie aufgerüstet, weil ich wahrscheinlich das gar nicht gesehen habe, dass das geht. Schande über mich. So, die werden wahrscheinlich jetzt den ganzen Weg zurückrennen. Oder geben die das hier ab? Eigentlich können die das hier nicht abgeben, weil ich das Monument ja nicht beansprucht habe. Wenn ich das beansprucht hätte, dann würden sie es wahrscheinlich hier abgeben. Aber schauen wir mal. Nee, die gehen schnurstracks dran vorbei. Gut, ist auch richtig so. Ist ja auch nicht mehr so viel Stein. Bis zu dem Sanktuarium. So, genau, jetzt wollte ich ja mal gucken. Der Verteidiger. Da. Dann produziere ich doch da auch mal ein paar von. Ich hoffe, der Aufwand lohnt sich. Ja, da können wir gleich schon bauen. Also das, bei anderen beiden hätte ich gar nicht losschicken brauchen. Scheinbar wächst der Stein so schnell nach. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch einmal dann halt auf 17 dann wieder springen. Dann kann er einmal abbauen, gibt sie ab. Dann habe ich dann effektiv 20 draus. So, und hier stehen schon die ersten Elites. Naja, also das Schild haben sie vorher noch nicht gehabt. Also in den anderen Episoden. Ich glaube, ich habe diese Upgrade-Funktion halt einfach übersehen. Ja, da ist er schon wieder am Bauen. Ah, hier sehe ich auch gerade zum... alle Zwerggebäude sind widerstandsfähiger gegen feindliche Angriffe. Gut, brauchen wir jetzt hier nicht. So, da sind die 350 Steine. Das heißt, wir können jetzt das Sanktuarium bauen. Das wird ein Meisterwerk. Hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass ich dann irgendwann das mal hätte gebraucht. Ich glaube, mit den Zwergen bin ich großartig noch nie angegriffen worden. So. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, dass sie halt erst alle Stufe 9 sind. Da war ich ja mit den anderen schon weiter, aber gut, klar. Ja, wie gesagt, normalerweise spielt man ja dann die Zwerge jetzt gar nicht mehr so. Dass man das jetzt doch tut, liegt einfach daran, dass ich jetzt hier auf diese Map nochmal zurück bin und es eigentlich hier nur Zwergenmonumente gibt. Und ich es alleine nicht hinkriege. Eventuell hätte ich es noch hingekriegt, wenn irgendwo noch ein Heldenmonument gewesen wäre, aber das ist hier ja nicht.
Geht es los? So, und die sollen angeblich auch werfen. Eventuell mache ich da eine zweite Gruppe, Fernkampfgruppe draus. Mal gucken, ob das auch so funktioniert. Hier wird es mit Sicherheit auch eine Upgrade-Variante geben. Wie gesagt, Mondsilber habe ich eigentlich genug. Also ganz gut, dass ich mir die zweite Mini hier geholt habe. Also beziehungsweise das zweite Vorkommen gesichert habe. Hier gibt es ja leider nichts, sowas wie eine Schmelze oder so, wo man sagen könnte, man könnte das noch verdoppeln. Ja, und wenn es das gibt, habe ich den Plan dazu halt noch nicht gefunden, sagen wir es mal so. So, dann haben wir gleich das Sanktuarium fertig. Das Gebäude ist fertig. Ah ja, ist eh nur Eisen als Ressource. Eine Einheit wurde aufgewertet. Sehr schön, so. Das heißt, wir geben jetzt in Auftrag. Kriegspriester. Ah, die kosten auch nur Eisen. Das ist ja perfekt. So. Geht es los? Ich hoffe, die heilen auch, aber ich glaube doch, ja. Heilverbündete Einheiten in der Umgebung. Genau, super. Das war ja das. Deswegen mache ich die ja auch. Die müssten dann auch ausreichen. Und den Rest, weil ich, bis ich das nächste Upgrade machen kann, hier kostet 400 Nahrung. Na gut, ist soweit gar nicht mal entfernt. Ne? Ich habe zwei Schweinezuchten, ein Nahrungslager. Das könnte sogar jetzt dann relativ schnell gehen. Aber ich denke, die brauchen wir erstmal noch nicht. Das nächste Upgrade, das müsste mit den Einheiten jetzt dann gleich eigentlich schon funktionieren. So, die buffen sich gegenseitig, verstärkt die Nahkampffähigkeit verbündeter Einheiten in der Umgebung. Ja, also das sollte doch alles funktionieren. Ich glaube, die Ältesten hatte ich ja hier auf der Karte, als ich das letzte Mal hier war, auch nicht. So. Ich glaube, ich mache mir da zu viel Gedanken. Das wird alles in eine Gruppe gepackt und dann geht's los. Also ich glaube, da Erfahrung sammeln werden die sowieso großartig nicht. Ah, die haben auch Schilder, die Ältesten. Okay. Ja, gut, wir haben ja jetzt schon mal die Trolle so ein bisschen in Aktion gesehen. Ich denke aber mal, da kommt noch mal richtig dann eventuell, möglicherweise. Ich gehe mal davon aus. Ja, und die Dunkelelfen, die fehlen uns eigentlich noch. Aber ich glaube, da kriegen wir dann jetzt auch bald den Stein von diesem Greg Anscholach oder wie man den ausspricht. Der wird uns mit Sicherheit dann auch noch mal da unter die Arme greifen. So, und die letzte Einheit wird produziert. Theoretisch könnte ich jetzt auch noch mehr machen, aber das, also 25 Einheiten sollte eigentlich jetzt ausreichen. Also ich sag mal, wenn so mindestens so 3 bis 4 weg sind, könnte ich dann, vorausgesetzt meine Armee stirbt tatsächlich so schnell, könnte tatsächlich die dann alleine wegmachen, weil ich glaube 3 packe ich. Gut, hoffentlich bin ich jetzt nicht wieder zu übermütig, aber doch denke ich schon, dass ich das dann alleine hinkriegen würde. Nur zu! Vorwärts, Zwerge! So, das müsste der letzte sein, genau. Ja.
So, ich kann ja dann nochmal Schlachtruf buffen. So, und auf geht's. Gut, die werfen schon mal, das ist gut. So, ersten Verluste haben wir schon mal. Die Ahnen rufen uns. Lasst sie nur kommen. Ah, müssen wir mal den einen fokussen hier, glaube ich. Ja, also im Endeffekt haben die Zwerge tatsächlich auch eine Art von Fernkampfeinheiten. Hatte ich vorher halt auch so nie eingesetzt, ne? Weil ich den Skill quasi dazu so nicht benutzt habe. Also das Upgrade. Also ich muss mich im Endeffekt korrigieren. Ich hätte ja gesagt, die Zwerge haben keine Fernkampfeinheiten. Was halt wie gesagt so nicht stimmt. Gut, wir haben zwar Verluste, aber das geht sich aus. So, jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage, war es das wert? Weil es passiert hier weiter nichts. Die haben auch nichts irgendwie gedruckt. Ja, ich hätte jetzt schon Stufe 23 sein können, hätte ich mir den Fauxpas vorhin nicht erlaubt. Aber nein, falls der eine oder andere sich sagen würde, ja wieso, hättest du einfach neu laden können. Nee, sowas mache ich nicht. Aber wie wir feststellen, ach, da ist noch Loot. Ja, hat uns das jetzt hier eigentlich gar nichts gebracht. Und nun werde ich ein bisschen ratlos. Wenn ich ehrlich bin. Weil das hätte ich mir dann ja sparen können. Ah, ist vielleicht besser, wenn wir mal als Gruppe losziehen. Und auch wenn ich nicht glaube, dass hier noch irgendwie großartige Gegner sind. Aber das hat mich jetzt, das macht mich jetzt ein bisschen traurig. Andererseits hätte ich mir das ja auch schon irgendwie denken können. Folgt mir. Es war ja nichts zum Anklicken da, sozusagen. Und ja, es war auch kein Name dabei. Und warum sollten die ausgerechnet jetzt... die hatten auch keinen Amra-Bezug in dem Sinne. Nicht so wie die Schatten, die man vorher hier gesehen hat. Folgt mir. Oh, das ist doch eins von den Gräbern hier. Und ich muss halt nur in die Nähe gehen. Eigentlich nicht, kann mir nicht vorstellen. Das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Gut, ich meine, eine andere Chance habe ich ja nicht, als da nochmal hinzugehen. Ich meine, der zweite Punkt wäre ja unter Umständen, dass ich... Vorwärts! Trotz, dass es hier Gegner gab, die Amras Wächter hießen, trotzdem im falschen Gebiet bin. Um einen so ein bisschen in die Irre zu führen, aber... Soll ich das jetzt wirklich alles hier mit den Zwergen umsonst gemacht haben? Nee, also hier ist nichts. Sofort! Ah, hier wäre auch nochmal Mondsilber gewesen. Soll das wirklich alles umsonst gewesen sein? Und los. Ich meine, ich scheue mich natürlich jetzt auch so ein bisschen davor, in den anderen Düsterlanden Gebieten nochmal zu gucken.
Na gut, Gegner sind hier ja an sich erstmal keine mehr. Zumindest denke ich das. Vorwärts! Ja, wir müssen jetzt aber alles nochmal absuchen hier auf der Karte. Das nutzt nichts. Das passt mir jetzt zwar gar nicht, dass ich das jetzt quasi umsonst gemacht habe. Mit dem. Ich meine, ich habe jetzt mehr XP geholt, wobei es halt wie gesagt ein Nullgeschäft war, mit Zitronen gehandelt, weil. Sofort. Ja. Also ich meine, die ganzen Gegner kamen ja von hier irgendwo. Also würde ich ja auch vermuten, dass hier irgendwo das Grab sein muss von der Theorie her. Aber da ist nichts. Oder bin ich so blind, dass ich es übersehen habe? Hier bin ich doch auch schon gewesen. Und ganz am Anfang hier kann ich mir irgendwie auch gar nicht vorstellen. Hier ist ja schon das Portal. Das war ja damals unser quasi unser Startgebiet auf der Karte hier. Also ich, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wo hier noch was sein sollte. Oder es ist so klein, dass man es halt leicht übersieht. Ich meine, möglich wäre es natürlich auch tatsächlich, dass diese Amras Wächter, die auf der Karte waren, tatsächlich einfach nur da sind und die auf den anderen Düsterland-Karten auch da sind. Ich meine, gut, solange es hier keine Gegner mehr weiter gibt, könnte ich ja die Karte theoretisch Vorwärts. wechseln, weil. Ist dann ja dann egal, ob die Gebäude weg sind oder nicht. Weil ich brauche die ja dann sowieso nicht mehr. Ja, aber schon ungewöhnlich. Hätte zumindest gehofft, dass wenn die tot sind, dass hier vielleicht irgendwas erscheint. Irgendwie dann vielleicht Amra selber als Geist oder irgendwie sowas hätte ich erwartet. Tja, da ist guter Rat teuer jetzt. Da ist guter Rat teuer. Oder ist es doch hier irgendwo das Grab? Ich habe es einfach nur übersehen. Aber hier sieht ja auch nichts aus wie irgendein Grab. Hier vielleicht. Mir nach. Na, hier spawnt auch Und nichts los. irgendwie. Nee, also das ist hier sind wir ganz falsch. Folgt mir. Hier sind wir ganz falsch. Das ist alles nichts. Ich glaube, so langsam wir wurden hier in die Irre geführt. Und ganz ehrlich, bevor das noch sich länger in die Länge zieht, gut, die Folge-Episode ist eh gleich rum, das heißt, das kann ich dann zwischendurch machen. Schaue ich mal nach, ob es
Schau ich mal im Internet, also bei Google ich das mal und dann hole ich mir mal einen Ansatz. Schade, also eigentlich will ich es ja wirklich so von alleine durchspielen, aber das könnte jetzt wirklich so eine Sisyphus-Arbeit wegen nur einer Quest geben. Und bevor sich sowas dann über mehrere Folgen dann zieht, ja, also ich sag nur das purpurne Banner, das hätte so auch nicht sein müssen. Aber ich sehe hier nicht, also entweder übersehe ich es total oder es ist hier einfach auf der Karte nicht und diese Amras Wächter sind halt echt einfach nur eine Ablenkung, dass die jetzt auf jeder düsterlande Karten halt einfach auftauchen jetzt, weil halt der Questfortschritt so weit ist. Käme mir aber, fänd ich komisch, bin ich ganz ehrlich, also das macht an sich keinen Sinn. Hier ist definitiv nichts. Also. Wir können jetzt echt nochmal hier auf den, wo die ganzen Skelette waren. Mir nach. Da nochmal hin. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht, wo hier dann hätte was sein sollen, müssen, wie auch immer. Nee. Ja, das kann man getrost in die Kategorie sinnlos vergeudete Zeit einordnen. Sowohl, wie gesagt, mit dem sinnlosen XP-Verlust, den ich mir jetzt eigentlich nur wiedergeholt habe, ohne halt irgendwie damit selber einen Fortschritt erreicht zu haben. Hier ist aber auch kein Stein irgendwo, der dazu taugen könnte, als Grab zu dienen oder... Oh, da. Seht ihr das? Wo war es jetzt? Wo war es jetzt? Wo war es jetzt? Verdammt. Da war doch gerade ein Grab. Es war blau. Da. Vorwärts. Na, das wär's ja jetzt. Wir haben uns das hätten sparen können, alles. Ich hoffe irgendwie so ein bisschen, dass da jetzt so ein etwas stärkerer rauskommt, den ich alleine auch nicht hätte platt machen können. Sofort. Ja, aber sowas habe ich halt gesucht. Ne? Irgend so ein Grabstein. Jetzt habe ich ihn gefunden. Vorausgesetzt, das ist jetzt das. Aber ich würde das jetzt fast schätzen. Bin mal gespannt. Ja, da ist doch Amras Grab. So, machen wir es mal die Kleinen alle weg. Runenkrieger, zu mir! Die Ahnen rufen uns! Runenkrieger, zu mir! Das Ende aller Hoffnung, Stufe 30. Ja, gut, da brauche ich... Oh, scheiße, 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 weg, 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 weg. Ah, das gibt's doch nicht. Okay, gut. Ganz ruhig bleiben. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, weil ich so drauf fokussiere, die kleinen Wächter alle wegzumachen. So, und ich hoffe, weil das so nah an der Basis ist, dass der, wo war denn das jetzt? Egal. So, das war doch hier am Wasser, ne?
Okay, der bleibt da stehen. Aber er greift jetzt hier. Er greift jetzt hier meine Arbeiter an. Okay, gut. Und da war sie wieder weg, die XP. Okay, wir brauchen definitiv eine größere Armee. Für diesen Dude hier. Sie greifen die Stadt an. Ja. Hoffentlich komme ich an dem jetzt hier vor. Schon in der Stadt. Ach Mensch. Okay. Jetzt wird die Mondsilbermine trotzdem angegriffen. Sie sind schon in der Stadt. Übungen. So, das mache ich jetzt noch. Die haue ich noch weg in dieser Folge. So, falls einer auf die Idee kommen sollte, nein, ich habe tatsächlich noch nicht gegoogelt. Das war jetzt also wirklich. Wir werden angegriffen. Wirklich jetzt durch Zufall dann doch gefunden, weil ich könnte mir nicht anders vorstellen, als dass es hier irgendwo ist. Hier werde ich zeigen. Vorsicht, Gegner! Na, wartet. Ist das dein Ernst jetzt? Okay. Okay, die Mondsilbermine ist quasi verloren. Glücklicherweise haben wir schon 1008, aber da werde ich. Sag, geh wieder bitte zurück dahin, wo du herkommst. Den mache ich alleine natürlich auch nicht. Na komm. Wir sehen jetzt erst wieder. Jetzt endlich. So, dann gehen wir mal hier lang. Beziehungsweise machen das ganz anders. Wir gehen jetzt hier lang und beschwören die Einheiten von dort. Das ist ja egal. Das machen wir jetzt aber in der nächsten Folge. Bis dahin. Macht's gut. Tschö, tschö.